Einen wunderschönen guten Abend. Der NRW-Boy 18, so heiße ich, wieder hier bei der nächsten Folge Die Nacht des Hasis. Und wie ihr unschwer, glaube ich, auch hören könnt, ich habe mal wieder eine Erkältung. Ja, seit Tagen dicke Kopfschmerzen, die Nase zu, die Nebenhöhlen zu. Ich bin mich am Vollballern mit Medikamenten. Naja, was soll's. Problem an der ganzen Sache ist, das hat mich dann leider auch dran gehindert, Videos aufzunehmen. Und das ist dann halt auch die Erklärung, warum so lange nichts von mir kam. So, jetzt aber zurück zum Eigentlichen, warum wir uns hier getroffen haben. Ihr habt wieder fleißig in die Kommentare geschrieben, was ich hier zu tun habe, was ich wo, wann, wie machen muss. Das ist wirklich lieb, aber hört bitte auf, mich zuzuspoilern, weil als ich mir die Kommentare durchgelesen habe, habe ich mehr oder weniger auch schon rausgelesen, was ich jetzt hier machen muss. Und das ist wirklich schade, weil ich hier auch ein bisschen selber knobeln möchte. Wenn ich hier alles wirklich durch habe und ich sage, so Leute, jetzt könnt ihr mir helfen, dann könnt ihr mir gerne einen Tipp geben. Aber bitte nicht vorher. So viel dazu. Also, man sagte mir, ich muss mich um die Kröte kümmern. Erstmal muss ich mich ja vorne drum kümmern. Und zwar sagte man mir, hier könnte ich irgendwas abstellen. Weil die Kröte sagt ja die ganze Zeit hier, die Spechte und die ganzen Habichte und der ganze Krach hier und so weiter, tralala. Das heißt, ich musste hier irgendwas machen. Jetzt ist die Frage, was? Leer. Keine Comics, magische Botschaften oder pinke Briefe von nervigen Brieffreundinnen. Was haben wir denn hier? Hallo? Space? Ach, ich hab gar keine Hotspots. So, jetzt. Okay, da und da. Was haben wir denn da? Hä? Früher konnte ich mit Space, konnte ich die Hotspots. Naja, egal. Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade. Allerdings, ja. Da ist Onyx. Können wir uns noch ein Karottenbeet? Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Juniormitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Verwitterte Statue, da sagt er mir, die werden später noch ganz wichtig. Und ich glaube, das, was er uns jetzt hier gesagt hat, das hat er auch schon ganz zu Anfang uns gesagt. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tanne kommt. Hä? So ein Krach zur Mittagsstunde. Unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Okay. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Also, er hat sein Bestes getan, dagegen getreten. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Jetzt hört euch das an, die Katze. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Boah, die rennt dann hier durch die Bude und schreit, als wenn man die absticht. Und das macht die auch mitten in der Nacht, deswegen schlafe ich im Moment auch ziemlich wenig. Kann ich reingehen? Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Naja, okay. Okay, also das habe ich dann wohl, glaube ich, hingekriegt. Hier den, ich glaube, den Kolibri war das. Den habe ich auch schon weg. Das heißt, hier habe ich Ruhe. Ein Kuckuck. Genau, den habe ich weg. Wie klingt er doch. Und hier, das sind ja auch noch Vögelchen, die auch noch Kraft machen. Die kann ich aber wiederum nicht anklicken. Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. Spatzen. Hoch oben. In den... Ja, Spatzen. Das hier vorne sind doch Spatzen, Mann. Moment, man sagt mir, ich muss irgendwas mit der Kröte benutzen. Vielleicht den Stock nochmal? Ein Stock bringt hier nichts. Naja, ja, das Blaubeersaft, das
Becher mit Aufdruck. Beständige Silber. Den Knackfrosch. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Nein. Der Gesang des Waldes übertönt alles. So friedlich. So laut. Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des Gesang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Ein Kuckuck. Oh, jetzt fängt er wieder Wie klingt also, das ist sehr langatmig, sein Gerede, aber... Scharfer Wurf. Was? Ach, natürlich. Oh. Spitzwegs Pfeffer riecht ganz schön gut. Naja. Entschuldigung. Naja. Okay, das ist jetzt ja... Naja. Nur eine kleine Prise. Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Na? Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Oh. Na, warte mal, ich habe die doch gerade mit dem Frosch wach gekriegt. Wow. Na, endlich. Wer stört die Waldesruhe? Ich, Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Was? Nur ein paar Monate. Was? Nur ein paar Jahre lauschen. Digga, so viel Zeit habe ich nicht. Lauschen. Dem Strom der Zeit. Okay, den Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Wow, sie sind ja riesig. Ich will kein Störenfried, ein Krötenfried sein, aber Entschuldigung, Herr Riesenkröte, aber ich muss echt weiter. Ja, sorry, hör mal, dass ich dich... Also, ich muss weg. Also, ich hab noch was im Ofen. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Ja, genau. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Was? Strom, was? Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Eieiei, erst, ich hatte jetzt an den Bach gedacht, der mich umfließt, aber dann sagt er mit dem Felsen. Wie heißen Sie eigentlich, Kröte? Wie heißen Sie eigentlich? Mein Kermit. Name? Mein Name. Kermit. Er hat ihn davongetragen. Was? Und auch du wirst davongetragen. Geh, Mensch. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Na, hey, weiter. Hallo. Hallo, ich bin wieder da.
Ne, Moment, nochmal das. Ich kürze das mal ab. Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Da waren wir alle die Jahre quasi Nachbarn und kennten uns gar nicht. Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Der Strom der Zeit hat es herangetragen und wird es fortspülen. So wie dich. Geh, Mensch. Geh. Warum wimmelt der nicht? Lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Ich glaube, der will sich gar nicht richtig unterhalten. Ja, das glaube ich auch so langsam. Hallo. Hallo. Alle guten Dinge sind drei. Wow, sie sind ja riesig. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Ah, es kommt ja immer wieder hier drauf. Tja, da waren wir all die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Und in all diesen Jahren hast du nicht zugehört. Geh, Mensch, lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Versuchst du ihm zu widerstehen, wird er dich zerfurchen, herunterbrechen. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Ah. Muss ich jetzt hier noch was machen mit dem? Warte mal, jetzt hier mit dem Stöckchen vielleicht? Ein Stock bringt hier... Nein. Mit den Hagebutten. Hagebutten sind cool. Bringen ja aber nichts. Okay. Stift und Papier. Hier, mal was. Ich sollte mich lieben... Naja. Was ist eigentlich hier mit? Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. Ja, ja, ja. Moment, muss ich dem vielleicht irgendwas zeigen? Lieber halte ich besser. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zaroff. Auf die Kröte. Das bringt nichts. Da sind keine Sterne. Ja gut, das mit dem habe ich ja schon gemacht. Nein, den war... Da? Mit der Nacht... Nee. Tja, genau, Baldrian-Tropfen. Wir legen sie wieder schlafen. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Ja, das glaube ich auch. Ja, schön. Das heißt, hallo. Egal, was ich hier mit der Kröte bequatsche... Ich mach das nochmal. Die... Ah, jetzt bin ich hier wieder, genau. Entschuldigung, Herr Riesenkröte, aber ich muss echt weiter. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich in die Irre führen. Solange du nicht verstehst, zu lauschen. Lausche der Welt, den Steinen. Folge dem Strom der Zeit. Ach, natürlich, klar. Die Steine, da sagte man mir, ich kann irgendwann mich mit denen unterhalten. Nee, nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Da ist der Kreidebruch. Moment, wir hatten doch hier vorne einen Stein. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Ach nee, das war das. Ja, doch. Ja, ist gut. Was muss ich jetzt mit der Statue machen? Die Eulenmauer, die führt bis zum großen Baum im Wald. Muss ich da vielleicht noch was machen? In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Ich will lieber keine treffen. Das Portal nach Mauswald hat sich geschlossen. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann?
Drahtbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Hm. Das ist die Eulenmauer, die kommt ja jetzt bis hier hin. Das ist der Fahrtbaum. Tümpel, flacher Stein. Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick. Ah! Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Okay. Also ich bin... Boah, die Katze, die macht mich... Ehrlich, das ist Nervenkrieg ja wirklich. Das ist purer Nervenkrieg. Dann geht man zu ihr hin und dann hat sie nichts. Was macht die denn? Narkoleptika. Oh, ich schlafe. Oh, ich bin wieder wach. Oh, ich schlafe. Vielleicht nochmal mit Pfeffer? Nicht schon wieder. Okay. Wow. Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Wir sind da schon wieder. Mano. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Ach, guck mal. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Sein Haus mir hat geheult, aber dieser ist nicht der Was? Was ist denn jetzt los? Ich hab Pokémon gefunden. Was war das denn? Was? Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauberfelsflüstern auf dem Zauberstab. Cool. Die Stimmen des Waldes. Ja? Sie klingen trauriger seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Die Lippensynchronisation haben die... Diese Welt verändert sich. Echt hervorragend hingekriegt. Die Welt... flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude bereit, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre
lauschen. Dem Strom der Zeit. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Mhm. Zauberer müssen stark sein. Hasi! Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Damit kannst du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist, belauschen. Ein exzellenter erster Zauber. Probier ihn gleich einmal an dieser Kristallstatue aus. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Okay, Marek. Hallo? Felsflüstern. Papa. Jerry? Eben jemand meinen Namen gerufen? Was war das? Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was? Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seiner Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Kleiner Mann in Grün. Oh nein, der ist bestimmt immer noch sauer auf mich. Das könnte sein. Also es ist alles wirklich sehr verworren und man hat mir auch gesagt, jetzt geht es erst richtig los mit den ganzen Zaubersprüchen, die ich hier erlerne. Aber es ist wirklich sehr verworren und geradlinig ist echt was anderes. Aber gut, ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt erstmal verarzten, mich mit Medikamenten voll dröhnen und dann gucken, dass ich ins Bett komme. Morgen ist wieder ein langer, harter Tag für mich. Aber keine Sorge, der Teil hier wird heute noch erscheinen und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Dann hoffentlich erlernen wir den nächsten Zauber und dann schauen wir mal, wie lange das bis dahin dauert. Also macht es gut, schönen Abend noch. NRW Boy 18, adieu.